Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier in der Kategorie Radlader euch heute hier diesen Hyundai HL 940 TM euch heute hier vorstellen. Ja, ist ein cooles Teil, das Ganze ist hier mit Simple IC hier nutzbar. Finde ich schon mal coole Sache, das Ganze. Schauen wir mal kurz mal die Lok mal an, ob wir hier was haben bei der Lok. Wie wir sehen, hier aus Safe Game hier geladen. Und hier bis jetzt da also noch, sagen wir mal so, weil es kann sich ja noch einiges hier ändern. Ja, also lokfehlerfrei. Wir haben eine Leistung von 156 PS, entsprechend hier 115 kW. Stufenloses Getriebe, 19 Liter AdBlue, 220 Liter Dieseltank und ja, 41 km/h Maximalgeschwindigkeit. Auf der Straße sollten möglich sein, aber das werden wir nachher auch noch testen. 16,7 Tonnen Eigengewicht. Das Ganze gibt es hier für 275.000 Euro in der Anschaffung. Miete sind wir da bei 14.025 Euro inklusive. Wir können hier ein bisschen was an Design, wie wir es hier ändern. Das eine ist hier oben einmal rund umleuchtet. Da haben wir hier diese zur Auswahl. Leider komme ich jetzt nicht ran. Dann haben wir diese, dann haben wir diesen komischen Herr mit Saugnapf oder was das ist. Und dann hier diesen, also LED-Blitzer, was das sein soll. Dann haben wir seitlich hier diesen schwarzen Aufkleber daher. Dann haben wir als nächstes, mal schauen, ah ja genau, das ist vorne her. Unten her, wir tun wir das nochmal weg. Sehen wir, jetzt ist es weg. Also beim Frontlader oder beim Radlader her, hier ist Werkzeug. Dann haben wir die Warnaufkleber unten. Dann haben wir wieder, also beim Frontlader, wo was? Jetzt gehen wir nochmal hin, machen das weg. Wie man sehen, also das so Reflektor oder was das sein soll, das Orange da unten, da so her. Dann haben wir hinten eine Warntafel. So ist es auch jedenfalls. Kennzeichen Wahl, ja, so wie du es hier gewohnt bist hinten. Ja, und ich würde mal sagen, wir schauen als nächstes hier in der Kategorie Radlader Werkzeuge uns das an. Dann haben wir hier eine Schaufel, die was hier dabei ist. Ja, das ist schon mal ganz tolle Sache. Da können wir hier die Aufkleber hier ändern, wie wir hier sehen. Ja, mehr ist da jetzt nicht drin. Und wir haben hier ein Ladevolumen von 5000 Liter, 1,5 Tonnen und 5000 Euro kostet das Ganze. Ja, das ist irgendwie echt nice. Natürlich 255 kostet es Miete, falls du es mieten möchtest. Dann haben wir hier also insgesamt zwei verschiedene, also Gabeln. Die kannst du oder solltest du eigentlich ausklappen können, aber das ist leider nicht der Fall. Also da stimmt irgendwas nicht. Jedenfalls, ich zeige es euch dann dann gleich. Das Ganze hat hier ein Gewicht von 500 Kilo, das Ganze 7000 Euro und 357, Entschuldigung, ja, gerade. Dann haben wir natürlich hier diese, ja, diese Elektraulik, wie du hier unschwer erkennen kannst. Ja, die kannst du seitlich hin und her verschieben, 1,5 Tonnen, 10.000 Euro und 510 Miete. Zeit zum Mittagessen. So, also, wir haben das Ganze schon mal da stehen. Wir können hier das Ganze einmal hier mit, also Simple IC, also nicht IC Control, sondern Simple IC, hier also nutzen. So, aber er hat hier nicht so weit das nicht mehr drin. Jetzt gehen wir mal so her und da gibt es dann die Option. Jetzt schalten wir einmal das mal ein. Also, erstmal natürlich Trecker starten, sonst meckert er. Da siehst du hier jetzt orange die Kollision rauf und runter fliegen. Sollte normalerweise irgendwie das einklappbar sein, weil wir haben hier also Radladerwerkzeug aufklappen oder einklappen, wie du hier siehst. Da ist ein kleiner Fehler drin. Man kann hier mit der Maus natürlich das Ganze auf und zu. Können wir nachher noch testen, das Ganze. So, da würde ich mal sagen, jetzt gehen wir hier in den nächsten, weil der nächste hat genau das gleiche Problem hier mit der Kollision da so her. Ich muss mal schauen, dass ich hier oben da hinkomme. Ich hänge hier mal. Ja, das ist immer das Typische mit der Kollision. Hoffentlich wird das in 25er besser. So, da haben wir starten. Da haben wir auch das hier mit dem auf- und zuklappen der Kollision. Wenn ihr seht, ist jetzt leicht blitzen. Aber wir können hier auch wieder hier mit, also
Ja. Das ist jetzt der. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Vermutlich mal. Ja, hat sich aufgehängt. Wollen wir kurz nochmal also warten. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal gekauft, aber schauen wir mal, jetzt machen wir hier uns mal einen Test natürlich hier mit unserer, jetzt habe ich jetzt auch hier dieses LED-Licht hier gekauft, dieses Blitzer, wie wir hier sehen. Soundmäßig ist er schon mal ganz cool, er hat wie gesehen, also innen drin nicht so besonders viele Funktionen. So. Fahren wir mal rüber, testen hier beim Silo das und nachher dann machen wir das mit der Gabel nochmal, weil das mich hier irgendwie voll irritiert natürlich hat. Mal innen drin rein. So, mal schauen. Also innen drin sind wir hier. Mal ausschalten. Sehen wir hier das Display. Kontrolllampen hier drin haben wir leider nicht. Also das ist hier alles, sagen wir mal so gut auf Deutsch hier tot. Schaufel, ja, da musst du anders da ansetzen, dass er dann natürlich lädt. Schauen, wann es rausfällt, natürlich. So fällt es erst raus. Ja, das sollte man jetzt nicht machen, weil du kannst ja hier natürlich hängen bleiben. Wie realistisch natürlich das ist hier im Spiel. Höchstens du das Einsackboot festfahren auf der Richtung. Ja, aber jetzt 43 km/h sind jetzt schon mal hier, wir sehen hier eingetragen, Reifenspuren, macht eine voll fette Breite ohne Profil. 43 km/h fahren wir. Hupe. Schauen wir erstmal hier zu unseren anderen Kollegen hin. Zeig's wegen der Gabel. Das heißt, wir brauchen vorher noch diesen Attacher. Wie gesagt, also ich finde ihn sehr interessant, aber er wird nochmal nachgearbeitet. Rückfahrlicht haben wir keines, wie wir sehen, aber Rückfahrwand Sound. Bin mal gespannt. Also wie wir sehen, hier hinten der Thatcher ist eigentlich Deko. Wir gehen nochmal auf den Kugelkopf hin, mal schauen, was der sagt. Man weiß ja nie, was die Mutter oder diejenigen, was das gemacht haben, da eintragen. Also wie wir sehen hier, das ist nur Deko. So. Besorgen wir uns noch schnell eine so Ballette, sowas in der Richtung. Ja. Nimm mal hier einfach mal das mal sehen, wegen der Gabel, wie das mit der Funktion natürlich hier ist. So. Ob das Spiel auch wieder abraucht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich denke mal, davor machen wir doch noch hier unser Licht, das würde ich sagen. Weil dann eigentlich sind wir ein bisschen abgesichert und nicht schon wieder also das kaufen müssen, tun, wollen, können. Also wie wir sehen, hier Blinker so funktionieren, Reflexion am Boden, wie wir sehen, ist hier gleich null. Schade irgendwie. Bremslicht funktioniert, aber keine Reflexion. Arbeitslicht hinten, wie wir sehen, ja, haben wir, und wie wir sehen, das ist ein bisschen komisch gemacht worden. Da ist mit den Schatten so her. Einerseits finde ich ja cool, wenn es Schatten gibt, aber das ist so flackert, okay. Das hatte jetzt vielleicht was mit der Rundumleuchte zu tun, aber können wir mal schauen. Ja, es ist mit der Rundumleuchte aus, ist es schon mal besser. Vorne mit Nummer 5 geht gar nichts. Einmal F geschalten, zweimal. Aha. Dreimal. Also wenn ich jetzt hinten einschalte, geht es hier oben her auch an. Aber das haben sie irgendwie nicht also richtig gemacht, würde ich mal sagen. Schauen wir uns jetzt mal die Lok an. Da sehen wir hier, die Lok selber ist hier lokfehlerfrei.
Logfehlerfrei ist schon mal immer ganz gut, aber sollten natürlich die anderen Sachen natürlich hier auch funktionieren. Jetzt gehen wir natürlich hier unsere Tagesgeschichte wieder über und schauen uns das Ganze mal an. Aber dadurch, dass ich, um ehrlich sein, so viel bei dem Mod ist, dann also, ja, muss man schauen, vielleicht, ne, das will man das machen. Vielleicht einen Stern oder einen halben Stern, würde ich sagen. Weil das allein schon wegen der Gabel das Problem wurde, steht dann hier, also Werkzeug ausklappen. Jetzt haben wir es mal ausgeklappt. Irgendwas hat er ja nicht erlitten, der Mod jedenfalls. So, müssen wir mal sehen, die Gabel sollte noch mal nicht unten reinkommen. Schauen wir mal. Jetzt habe ich es weg. Ah, jetzt ist es wieder ausgeklappt. Okay. Haha, Wahnsinn. Also gehen wir davon aus, es geklappt zu haben. Mal schauen wir mal ran. Achso. Sehen wir, hier ist es noch nicht ausgeklappt. So, nochmal zurück. Wegen der Kollision natürlich. Jetzt sehen wir schon, wir tun es schon schwerer, weil die Kollision ausgeklappt ist. So. Mal schauen. Tja, da müssen wir nochmal zurück, würde ich mal sagen. Anders da reinfahren. Nicht, dass das also Werkzeug schon wieder irgendwie das Spiel abstürzen lässt. Och, zu weit weg. Ja, da sieht man eigentlich, dass mir doch für sowas ein bisschen also Übung fehlt. Wieder. Da seht ihr doch mal also das Problem. Ja. Wenn man jetzt unschwer erkennen kann, das ist jetzt vom Big Bag selber und hier die Kollision. Wir mal sehen. Mal schauen, ob wir doch noch reinkommen. Weil hier unten ist nochmal eine Kollision. Mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen anderheben, dass wir dazwischen reinkommen. Noch ein bisschen korrigieren. Nein, er mag nicht. Also wie wir sehen, dass irgendwie die Kollision. Es hat ein Problem mit der Kollision, wie wir sehen. Ja, schade irgendwie. Aber die Lok ist immer noch sauber. Das ist schon mal was wert. Und natürlich, also wäre es natürlich. Aber ich glaube, das Spiel ist schon wieder abgekackt, oder? So, es hat sich nämlich nicht umschalten lassen. Ja, also das ist wirklich, sagen wir so, ein Phänomen für sich. Und wir hoffen natürlich, vielleicht kommt ja noch ein Update dafür, dass ein bisschen mehr natürlich hier mit denen natürlich geht. Ja, das war's das heute sehr. Ich hoffe, es hat dir trotzdem hier mein Video natürlich gefallen. Mit Leiten, Pech und Pannen. Ja, so wie es Leben halt ist. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.